Die Schauspielerinnen Katharina Thalbach und Nina Hagen eint die Liebe zu Außergewöhnlichem. Deshalb erinnern sich beide sehr genau an das Fotoshooting mit der DDR-Fotografin Sibylle Bergemann. Sie setzte die beiden Schauspielerinnen in den 70er Jahren in Szene. Im letzten Monat verstarb Sibylle Bergemann. Gestern wurde sie in Berlin beigesetzt. Ihr zu Ehren erinnern sich Nina Hagen und Katharina Thalbach. Also wie es zustande gekommen ist, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich enorm stolz war, dass man mich, kleinen Zwerg, für eine Modesession wollte. Für die einzige und größte Modezeitung der DDR, Sibylle. Also noch mit demselben Namen wie Sibylle Bergemann. Und ich wusste, dass Sibylle eine der berühmtesten Fotografinnen von der DDR war. Sibylle war für mich vom ersten Augenblick an toll. Also erstmal fand ich sie eine wunderschöne Frau. Dachte, Mensch, so eine schöne Frau steht hinter der Kamera, die müsste doch eigentlich davor stehen. Das leuchtete mir so gar nicht ein. Vor allen Dingen, was toll war, dass sie einem so eine Sicherheit gegeben hat. Sie hat einen so spielen lassen und man kam sich dadurch, wie sie einen anguckte, kam man sich schön vor. In Berlin, by the wall. Das war, glaube ich, irgendein kleines Café, Auguststraße oder sowas. Sibylle hat ja sehr, sehr schnell gearbeitet. Also das war nicht so, dass man wahnsinnig aufgefallen ist. Das weiß ich. Ich habe nebenbei einen normalen Kaffee getrunken, ganz normal Zigarette geraucht. Und wir haben uns da auch nie so wirklich abgesprochen. Das ergab sich so. Und das andere Foto ist Schönhauser Allee. Ja. Ich war damals noch sehr schlank. Es war kurz nach der Entbindung von meiner Tochter und da war ich enorm dünn. Und da hat sie mir ihre ganzen tollen Klamotten geliehen. Und diese Tücher, das kam so aus meinem Fundus, weil ich immer gerne aussehen wollte wie eine Pariserin. Das war so damals noch mein absoluter Traum, einmal im Leben nach Paris. Und das fand ich herrlich, dass Sibylle mich da so hat machen lassen und das so unterstützt hat. It was very nice. Das Pariser Mädchen, was irgendwo an der Metro steht. Oh, honey, it was paradise. Ach, 76? Da muss es aber Anfang 76 gewesen, kann aber nicht 76 gewesen sein. Echt? 76, da war ich ja schon 21. Und das war hier mitten in der Pubertät. Und deswegen gucke ich auch so verängstigt, weil wir sitzen ja da mit freiem Oberkörper. Es war eigentlich eine sehr unangenehme Situation für mich, weil meine Mutter hat gesagt, oh, komm doch her, Nina. Obwohl ich gar nicht meine Mutters beste Freundin war, aber auf dem Foto, ja. Komm mal hier auf dem Foto und so. Und die Situation kannte ich schon auch von früher aus der Kindheit. Da wird man dann zurecht gemacht. Ich habe meine Mama immer sehr lieb und so und habe sie immer beschützen wollen. Aber trotzdem... ich habe immer Angst gehabt, dass sie da irgendwas mit meiner Brust oder so. Hatte ich überhaupt keinen Bock, anderen Menschen meine Brust zu zeigen. Aber Sibylle Bergemann war eine wahnsinnig schöne, elegante, liebevolle, wunderbare Frau. Deswegen habe ich ihr erlaubt, mich da und meiner Mutter auch mal. Aber es hat ja alles nichts genützt. Also muss schon sagen, bei den Fotos ist ich erkenne mich und also nicht, ich erkenne mich auch von innen. Also sie hat mich da wirklich erwischt. Also mit all meinen Träumen, mit all meinen Sehnsüchten,
auch mit all meinem Ernst. Damals war noch ein wenig so dieser Zorn der Jugend in mir, den man auch auf den Fotos sieht, sicher. Und natürlich, ich war auch noch wesentlich naiver und schöner. Aber, mein Gott, sie hat's festgehalten. Ich kann immer sagen, das bin ich auch. Hier hat sie mich ja verhältnismäßig ungeschminkt bekommen. Weil ich glaube, Sibylle hat das immer genervt, dass ich immer so vollgekleistert war mit Farbe. Als ich sie dann wieder traf, nach vielen Jahren, ich fand sie auch so total unverändert. Also klar, auch ein bisschen älter geworden, aber eigentlich, sie war genau diese Mischung aus Mädchen und absolutem Profi. Und das immer gepaart mit einem so unterschwelligen, großen Humor. Was sie dann auf ihren Fotos gemacht hat, da hat man es ja gesehen. Die hat ja ihr, also unser ganzes Königreich hat sie ja noch verschönert durch ihre Sicht der Dinge. Diese Sibylle Bergemann. Und wow. Schon Mist, dass sie gestorben ist. Schade. Da fehlt eine große Fotografin.